Herzlich willkommen auf meinem Kanal Heikes Welt. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Jetzt in der Adventszeit möchte ich euch ja ganz viele unterschiedliche Stilrichtungen zeigen. Und ich habe von einer Stilberaterin gehört, ja, das gibt ja jedes Jahr, gibt es ja immer so ein paar Trends. Und dieses Jahr ist es Natur. Dazu zeige ich euch natürlich auch noch Videos und Adventsgestecke. Und der andere Trend ist Gold. Gold in allen Schattierungen. Und ja, ich habe jetzt mal hier richtig, also ganz viel Gold sozusagen. Das ist Stoff und damit machen wir jetzt mal einen ganz luxuriösen, ja, ich würde schon auch sagen opulenten Adventskranz. Und ich habe hier, ja, das kennt man so, ne, das ist aus Bast und der ist wirklich richtig groß. Und ja, ganz viel goldenen Stoff und den wickeln wir jetzt mal um den Adventskranz rum. Also ihr seht schon, wie viel es hier ist. Das macht was her, hm? Das ist richtig. Ja, ich habe echt überlegt, aber ich glaube opulent ist schon so das richtige Wort. Erstaunlicherweise geht der auch richtig schnell. Also das finde ich ja auch, manchmal macht es auch Spaß, ein bisschen mehr rumzubasteln. Aber manchmal ist es eben auch schön, wenn es rucki-zucki geht. Ja, machen wir mal auf der anderen Seite weiter. Ja, jetzt haben wir schon mal den ganzen Kranz eingewickelt. Ja. Den Rest packen wir jetzt hier in die Mitte rein, schön rund ist. Ziehen wir es hier noch ein bisschen straffer. So, jetzt haben wir den ganzen Bastkranz eingewickelt. Und als nächstes, zu einem Adventskranz gehören natürlich auch Kerzen. Und wir können immer so ein bisschen dazwischen gucken, wo wir die einzelnen Stoffbahnen rumgewickelt haben. Und da können wir dann natürlich auch wunderbar, so wie hier jetzt, hier pieken wir jetzt einfach mal die Halterung für die Kerzen rein. Sollen wir ein bisschen suchen. Da ziehen wir es dann nachher noch ein bisschen straffer. Ja, und den letzten sollen wir hier auch noch platzieren. Das jetzt mal, das nehmen wir nachher hier noch mal rein. Jetzt haben wir vier Halterungen für die Kerzen. So, und jetzt können wir natürlich die Kerzen drauf machen. Hier schon mal vier Kerzen, ne? So sieht er das wirklich gut. Und ja, ich finde zu luxuriös und opulent, also ich habe jetzt noch mal hier so eine ganz riesengroße goldene Kugel und da dachte ich, die packen wir hier wirklich, ich zeige es euch natürlich nachher noch mal von Namen, die kommt da in die Mitte. Zu Luxus gehören so kleine, leckere, kleine Fläschchen. Die packen wir einfach mal hier mit drauf. Ich mache natürlich den Kranz auch so, dass man den wirklich, dass man ihn von allen Seiten schön anschauen kann. Dann habe ich hier noch, ja, das ist so ein goldener Weihnachtsmann. Der kommt mal hier drüben mit rein. So könnte man es schon fast lassen, sage ich mal. Also wer aber jetzt sagt, nee, also zu opulent gehört jetzt noch ein bisschen mehr. Wir haben ja vor einiger Zeit, habe ich ja ein Video gemacht, das hieß erst Herbst und dann Advent. Da haben wir hier so Hortensiengold angesprüht. Und die passen natürlich jetzt auch nochmal super gut dazu. Also brechen wir ein bisschen ab. Und dann könnte man die natürlich hier auch noch mit dazwischen setzen. So, dann kommt die Flasche woanders hin. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Guck mal, so seht ihr das ganz schön. Ja. Ja, aber wer jetzt sagt, okay, also die Deko ist ja schon mal ganz nett, aber dann haben wir natürlich hier auch wieder ganz viele Kugeln, die wir hier einfach, goldfarbene Kugeln, die wir hier einfach noch mit dazu packen können. Das sind auch zwei Goldtöne, weil angesagt sind alle Goldtöne und von daher ist das jetzt hier sozusagen der angesagteste Kranz überhaupt. Ja. Wir können auch noch ein paar von den bisschen größeren Kugeln können wir auch noch dazu packen.
mal hier auch noch welche. Ich glaube, ihr wollt das ganz von Namen sehen gleich, ne? Kann man kaum abwarten. Aber kurz noch, ich packe hier noch ein bisschen was hin. Und fertig ist unser luxuriöser, opulenter, goldfarbener Adventskranz. Also der macht wirklich richtig was her. Also der ist sehr auffällig und macht wirklich richtig was her. Da muss man sich gut überlegen, wo man den hinstellt. Aber ich finde ihn, also wann, wenn nicht jetzt zur Weihnachtszeit, kann es eben auch mal ein bisschen mehr sein, ja? Also so goldig, mir gefällt das super gut. Und ich zeige es euch jetzt nochmal von Namen, damit ihr hier auch nochmal einen richtig guten Eindruck davon bekommt. Ja, und jetzt seht ihr es nochmal ganz genau. Guck mal, das sind hier, ist eins von den Fläschchen und einfach ein paar Kugeln drumherum gelegt. Hier ist ein anderes und hier auch noch. Hier ist diese große, fette, goldene Kugel in der Mitte. Hier drüben haben wir die gold angesprühten Hortensien. Ja, und hier ist noch ein, ja, ein bisschen Silbergold, ein kleiner Weihnachtsmann. Ich zeig's euch nochmal von oben. Also, ein super toller Kranz. Luxuriös, opulent, goldig, angesagt. Und ja, ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart. Bei mir ist es so, dass ich normalerweise jeden Samstag um 8 Uhr ein neues Video hochlade. Aber ich habe es schon ein paar Mal gesagt, vielleicht seid ihr heute das erste Mal hier auf meinem Kanal. Und deshalb sollt ihr das natürlich auch erfahren. Es Aber ist jetzt in der Adventszeit ist das, glaube ich, ein bisschen wenig. Und wenn ihr den Kanal abonniert und die Glocke aktiviert, dann verpasst ihr kein Video. Also, wenn euch dieser Kranz hier gefallen hat, dann wäre das eine gute Idee und ich freue mich natürlich auch über neue Abonnenten. Ich freue mich riesig über die ganz treuen Abonnenten, die dann auch ja, nette Kommentare abgeben dazu. Ja, ich freue mich auf bald, dass ich euch wiedersehen kann und dann sage ich jetzt einfach mal Tschüss, bis zum nächsten Video und ganz viel Spaß dabei. Luxuriös, opulent, Gold angesagt. Der Trend in diesem Jahr. Also von daher ist es genau der richtige Kranz. Tschüss, bis nächstes Mal.